Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt, mal wieder zu einem Arti-Replay. Und zwar spielt die M5355 Arti für uns von Martin 271098, wahrscheinlich an dieser Stelle. Alles Gute zum baldigen Geburtstag. So viel glaube ich, alles andere würde ja fast gar keinen Sinn machen, warum man sich dann diese Zahlen gibt. Ja, dann sind wir mal sehr gespannt. Arti-Replays sind immer ganz gern genommen und gefordert von euch und dementsprechend will ich das erhören und schaue ich mir das doch mal auch an. Ja. Bin sehr gespannt, weil wie gesagt, ich selber bin ja gar kein Arti-Spieler. Also, das Thema Arti ist mir gefühlt einfach zu trollig. Da kann man entweder Monster runter haben, man nimmt alles raus oder es trifft einfach mal die Kanone so gar nicht, wie man will. Also, oh, ich mag das durch so ein Fass fahren und durch so ein Fass. Ist ja kein Fass. Naja, egal. Es explodiert. Ne, wie gesagt, die Arti ist ein bisschen, ja, und da muss man auch immer noch so viel Map-Luck haben. Also wenn man die falsche Map bekommt, auch dann kann man nicht wirken. Deswegen bin ich selber nicht so der Arti-Spieler. Er selber geht jetzt hier auf die äußerst mögliche Position. Und jetzt schauen wir mal, wohin er wirkt. Man sieht schon unten an der Minimap, der Wirkungsbereich dieser Arti ist extrem hoch. Also da kann man wirklich brutal wirken. Und sie hat auch einen wahnsinnig guten Splash. Allerdings ist es. Ah ja, da hat er das Haus noch im Weg, deswegen. Allerdings ist es immer so ein bisschen schwierig, den auch zu nutzen, weil die Nachladezeit auch unglaublich hoch ist. Also, wenn es doof läuft, dann hat man echt Probleme. Und jetzt will er scheinbar unten supporten. Auf den STB-1 in dem Fall. Aber man sieht auch, bis das Ding hier einaimt, dauert auch lang. Also. Es ist alles schon sehr mit viel Geduld verbunden. Und jetzt hat er hier geschossen und macht den SDB in einem One-Shot weg. Sehr schön. Der hat sich perfekt natürlich in dem Augenblick gedreht. Das muss dann halt auch noch passieren. Aber ja, so kann man es dann auch machen. Und jetzt halt wieder 42,38 Sekunden Reload. Das ist halt ein Pfund. Jetzt wird hier auch alles schon ordentlich rausgenommen und beschossen, bis er hier überhaupt nachgeladen hat. Jetzt hat er noch 6. Aber leider ist er hier so im Fahren. Und jetzt, ja, er schießt sogar auf ihn, aber. Nein, da hat nicht mehr das Splash geklappt. Da wird er schon zerstört, bevor er hier wirken kann. Ich wäre an seiner Stelle gleich auf den Jagdpanzer gegangen, der da links von seiner Seite aus ist, die war nicht offen. Jetzt entscheidet er sich um, aber geht auch in die Stadt rein und will da unterstützend wirken. Und hier, wenn er jetzt da nachgeladen hat, hat er da ein schönes Ziel mit dem R100. Schön groß, schön statisch, einfach perfekt. So, jetzt müsste er ihn nur noch mal aufgemacht bekommen und dann kann er auch gleich schießen. Jetzt ist er gekettet. Perfekt geht es. Perfekt, da geht es gar nicht. Der Schuss kommt und er macht 615 Schaden in dem Fall. Zwei Schuss, 2065 Schaden. Ja, so geht's auch. Wie gesagt, hier die Nachladezeit. Man muss sie sich irgendwie überbrücken. Man muss hier ruhig bleiben. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, ja, jetzt hat er hier das Problem, dass er den Wasserturm in der Optik hat. Der R100 Sidescrape da kommt er schwierig drauf. Aber der IS-7 vielleicht. Der bleibt da hier schön stehen. Schuss ist raus. Und 1731 DS ist weg. Der IS, Entschuldigung. Das ist die Aufregung. Sehr gut. Und der schreibt auch dann, what the fuck, what a lucky shot. Ist ihm selber bewusst. Aber man sieht, die Schüsse, die kommen halt einfach. Der R100
Direkt in die Kommandantenluke schreibt er auch noch. Jetzt der R100, der ist hier immer noch sozusagen der Nervbolt. Schuss ist raus. Und nochmal 1600. Krass, 5400 Damage mit 4 Schuss. Alter Verwalter. Ja, da weiß ich ja gar nicht mehr, was man da sagen soll. Er schreibt auch, ha, next lucky shot. Ja, krasser Scheiß. So. Der R100, der ist hier schon so gut wie zerstört. Auf die Badget, da ist noch praktisch, und ansonsten die Arti. Schau mal, ob er noch irgendwo drauf bekommt, aber ich glaube es nicht mehr. Jetzt jagen sie natürlich alle die Badget. Nein. Da wird die Badget zerstört, bevor er was damit anfangen kann. Allerdings aber, wie gesagt, unglaublich, was da hier das Team gemacht hat. Natürlich in schnellster Zeit das gegnerische Team zerstört. Er hat perfekt unterstützt bei wirklich so unangenehmen Gegner wie dem R100, der Side gestraped hat. Oder auch dem STB, der auf einmal natürlich nicht mal mehr wusste, was ihm geschieht. Wirklich krass, was so eine Arti rausrotzen kann, sofern man denn damit umgehen kann. Chapeau, Hut ab. Ich hoffe, euch hat das Art Replay mal wieder gefallen. Und ansonsten alles Gute, bis bald, euer Karamba.